kommt von mir mal wieder ein Aufgebrauscht-Video. Und zwar mache ich die ja nicht monatlich, aber es hat sich mal wieder so viel angesammelt. Deswegen muss das jetzt wieder gedreht werden. Und diese Abschminktücher von Balea, Light Blue, die fallen mir schon die ganze Zeit raus. So, beginnen wir jetzt mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das von Vella, von dieser Friseurmarke SP, diese System Professional Repair Mask. Und ja, so kommt die daher. Und ich weiß echt nicht, wie teuer die war. Die hat sich meine Schwester mal gekauft. Und ich finde dafür, dass die eigentlich relativ teuer ist, ist die echt nicht besonders gut. Ich finde, da kann jede Drogeriemaske mithalten. Und einen besonders tollen Effekt hatte die nicht. War jetzt auch nicht schlecht. Aber für den Preis würde ich euch auf jeden Fall eine Drogerie-Haarmaske empfehlen. Weil das lohnt sich wirklich nicht, so viel Geld für Haarpflegeprodukte auszugeben, die so teuer sind. Ich sehe wirklich zwischen Shampoo von Jonfrida und zwischen Balea sehe ich keinen Unterschied. Außer, dass die von Jonfrida schlecht sind. Ja, meine Meinung dazu. Und hier habe ich jetzt von Algemarina mein Trockenshampoo, das mit Q10. Das ist wirklich sehr, sehr gut, benutze ich einfach immer. Heute habe ich auch so ein bisschen drauf, einfach um so ein bisschen die Haare so ein bisschen voluminösen, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich mag das halt wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier von Balea die Diamantentraumdusche. So sieht die aus, hat wirklich eine wunderschöne Verpackung. Ist in so einem schönen Lila mit Mustern. Und Balea Duschgel sind ganz günstig, war halt wie jedes andere Duschgel. Hat aber nicht so gut gerochen. Das war sehr seifig. Der Duft war mir auf jeden Fall zu seifig, deswegen mochte ich den Duft nicht so gerne. Aber ein Duschgel, das ich sehr gerne mochte, war dieses Balea Dusche und Creme Blaubeere Duschgel. Und das riecht einfach wunderbar nach, ja, Blaubeere, aber sehr künstliche Blaubeere. Also viel zu süß für eine natürliche Blaubeere, aber ich mag wirklich sehr starke Duschgeldüfte, weil ich mag es einfach, wenn das wirklich nach was riecht. Das bringt ja mir auch nichts, wenn man dann am Ende eh nichts riecht. Und ja, deswegen, das ist mega toll. Davon haben wir auch das Duschgel und das Shampoo und ja, besonders in der Kombi ist das mega cool. Dann ist hier jetzt eher so ein, ja, ich würde sagen, nussiger Duft. Und zwar ist das Kakaobutter und Kokosöl und das ist jetzt eher so ein, ja, cremiger, nussiger, kakaobuttiger, kokosöliger Duft. Und ja, das ist nicht mein liebstes Duschgel. Also ich mag lieber fruchtige Duschgels, aber so für ab und zu mal ist das auch okay. Manchmal finde ich es schlimm, manchmal mag ich es ganz gerne. Also es kommt immer so auf meine Stimmung an. Und dann habe ich hier diese riesen Wattepads, Maxi-Wattepads. Das sind 40 Stück von Lily B. Und die sind ganz gut. Dann habe ich aber auch kleine. Dann habe ich hier noch welche von D-Mac Duo. Das sind auch so große. Und meine Favoriten sind davon diese. Das sind natürlich auch die teuersten. Aber sie halten wirklich super in ihrer Form. Damit kann man sich super abschminken. Und besonders, man nimmt ein Wattepad und hat das ganze Gesicht abgeschminkt. Und zwar benutze ich da immer dieses L'Oreal Hydra Active 3 Micellentechnologie Reinigungsfluid. Das ist ja so ein Bioderma-Dupe. Habe ich jetzt schon zum 6. Mal nachgekauft. Ist einfach weiterhin super. Mag ich immer noch sehr gerne. Und das kann ich auch auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Und ich habe dieses Mal sogar dekorative Kosmetik. Und zwar zuerst den SCQ, also Button. Sieht jetzt voll aus. Ist leider leer. Ich könnte weinen. Das war mit einem anderen noch mein erster Essie-Lack. Und der ist einfach sehr schön für den Sommer. Ich werde mir den nächstes Jahr bestimmt nochmal kaufen. Jetzt momentan trage ich solche Farben sowieso nicht. Aber wer sowas mag. Und dann hier von Zu Eva den Cat Eyes Pen Black is Black. Wer mich schon länger verfolgt, der kennt diesen Stift. Ich habe ihn früher mal bei einem Unboxing gezeigt. Und ja, was soll ich sagen, er ist halt fast leer, wie ihr sehen könnt. Er malt kaum noch Striche. Aber er war ganz gut. Mittlerweile bin ich weg von den Filzstiften. Ich benutze jetzt eher Liquid Liner. Ich habe da so meinen Liebsten von Alterra und deswegen werde ich mir den leider nicht nachkaufen. Dann habe ich von Alverde das Augenbrauengel in der Farbe 02 Braun. Ist jetzt leider leer. Ich habe es eigentlich ganz gerne benutzt. Eine Zeit lang waren meine Augenbrauen schon mal dicker. Ich weiß nicht, wieso ich sie dünner gezupft habe. Aber da konnte ich einfach mit dem Augenbrauengel drüber und dann hat es gereicht. Jetzt mittlerweile reicht es nicht. Deswegen benutze ich immer über das Augenbrauenpuder noch das Transparente, also nicht das mit der Farbe. Aber jeder, der nur so ein bisschen seine Augenbrauen ausfüllen will, besonders für Anfänger, ist das mega gut. Weil da müsst ihr kein Puder benutzen, sondern könnt einfach ein bisschen drüber. Die Augenbrauen halten in ihrer Form. Und ja, dann habe ich eine Mascara. Das ist das bisschen von der Maybelline Colossal Volume Express. Und leer ist diese Catrice Giant Mascara. Das bisschen davon mag ich sehr gerne und habe es jetzt in der Tusche von
dieser hier. Dann habe ich ganze zwei Puder aufgebraucht. Einmal das Bourjois Healthy Balance Powder in der Farbe 56 Halle Claire. Das war ganz gut, weil es auch einen Spiegel drin hatte. Das Puder war okay, hat nicht so lange matt gehalten, weil es halt dieses Healthy Balance ist. Das glänzt eher. Also für so fettige Haut, wie ich hier habe, eher nicht zu empfehlen. Aber was sehr zu empfehlen ist, ist dieses Manhattan Clear Face Compact Powder. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das werde ich mir bestimmt auch irgendwann mal wieder kaufen. Habe ich jetzt schon sehr, sehr oft nachgekauft. Und dann ein Lippenstift von einer unbekannten Marke. War so ein rosa Ton, war ganz nett, war aber nichts Besonderes, kann ich sagen. Ja, dann habe ich ein Parfüm aufgebraucht. Und zwar von FM. Das kennt ihr bestimmt von mir. Das habe ich ganz lange immer benutzt. Ist es jetzt leider leer. Wartet, ich kriege noch ein bisschen raus. Das ist einfach Miss Dior Cherie, ich liebe es. Ich habe aber noch das Hope and Glory davon, das gibt es jetzt auch mittlerweile in Deutschland. Aber sehr, sehr teuer. Also wenn ich in England bin, werde ich mir das bestimmt nachkaufen. Also jetzt den Duft von Hope and Glory, den hier bekommt ihr auf eBay zum Beispiel. Und dann habe ich einen Lippenbalsam, und zwar von Aida. Hier habe ich aufgebraucht. Und ich gehe jetzt einfach schnell durch die Duschgels. Isana, Melone und Birne, ganz toller Duft. Noch einmal das Cream in Oil, Kakao, Butter und Kokosöl. Dann mein Lieblingsshampoo, das ist von Pantene Pro V, das Light Repair and Care Shampoo. Ne, das ist gar nicht mein Lieblingsshampoo, ich habe das falsche damals gekauft. Das war auch ganz okay, aber ich mag lieber das für feines Haar. Das ist besser für meine Haare, das war jetzt okay. Ja, mehr auch nicht. Und dann habe ich hier noch ein Mini-Duschgel von Tracklemoon, das The Raspberry Kiss. Was ich sagen kann, sehr schöner Duft. Aber ich kann den Hype nicht verstehen. Ich finde, ist nichts Besonderes. Ich finde, klar, coole Verpackung in dieser großen Größe. Aber ich finde nicht, dass es sowas Besonderes ist, dass es so extrem gehypt wird. Also, ich werde mir das Große nicht davon kaufen, kann ich sagen. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir bei DM sind und wenn ich Bock darauf habe. Ja, noch eine Mini-Größe, Noble Isle. Hatte ich mal in der Glossybox. Keine Ahnung, nicht erwähnenswert. Dann das Rexona Maximum Protection, ist mit Aluminium, ich weiß, aber im Sommer das Beste, man schwitzt nicht, es kostet 5 Euro, hat bei mir aber über 2 Monate gehalten, auch wenn da steht, dass es 1 Monat hält. Bei mir hält es auf jeden Fall länger, das ist halt hier oben so zum Rausdrehen und das ist wirklich mein Lieblingsdeo für den Sommer. Dann eine Florena mattierende Tagespflege für Mischhaut. Also, was ich sagen kann, ich finde nicht, dass sie so geeignet für Mischhaut ist. Das war's denn jetzt von diesem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ihr könntet mal wieder so Produkte kennenlernen, die ihr vielleicht kaufen möchtet oder vielleicht auch nicht. Ihr könnt mir gerne Videowünsche in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe einfach, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!